Und da sind wir auch schon nach diesem wunderbar alten Intro, das viel länger ist, als ich in Erinnerung hatte, kommen wir zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir das alte Spiel Tomb Raider 2 Starring Lara Croft. Und ich freue mich total darüber, alleine diese Melodie jetzt wieder zu hören. Gibt mir ganz nostalgische Gefühle und ich hoffe euch auch, die das Spiel vielleicht noch von früher kennen. Die, die es nicht kennen, herzlich willkommen zu einem ultra alten Spiel aus dem Jahr 1997, Tomb Raider 2. Ja, das wurde tatsächlich als Dredger of Xi'an in so einer Fanmade-Art vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal neu aufgesetzt. Aber ich glaube nicht das ganze Spiel. Ich glaube, das war halt nur ein Teil des Spiels, wenn ich mich nicht täusche. Ich hatte das damals nur mal als Let's Play reingeschaut. So. Und man kann jetzt hier nebenbei, schaltet sich das mal an, diese Vor-Gameplay-Level. Die es früher so gab in den Spielen, konnte man immer mal so reingucken, was einem im Spiel erwartet. Dann ging es immer von alleine los. Deswegen werde ich hier immer mal so nebenbei rumschalten müssen. Ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn ich das hier einfach so stehen lasse, dieses Lara House-Bild. Da kann man natürlich wie früher trainieren. Bevor ich loslege mit den wenigen kleinen Eigenschaften, die das Spiel hier im Hintergrund bei mir hat, bei Wikipedia und so weiter, wollte ich nochmal anmerken, dass ich jetzt die letzten Abende echt lange hier gehangen habe mit OBS und dank meinem Freund konnte ich diese Probleme beheben, was mich echt total geärgert hat, weil das Spiel eine so alte Auflösung hat, ist das Problem, dass gerade bei den Videosequenzen das immer ja rausspringt, das Bild, und OBS nimmt das Ganze bei mir im Moment nur in so einem kleinen Eckfenster auf, oben links, und dann auch noch mit so schönen schwarzen Balken. Also unzumutbar für euch, auch wenn es bei mir normal dargestellt wird, auch wenn ich gerade eine Desktop-Aufnahme machen muss, schon alleine aus dem Grund, weil mir der Pfad zwar angezeigt wird vom Spiel, aber halt das Spiel selber nicht angezeigt werden kann über den Pfad, muss ich das Ganze über den Desktop aufnehmen. Und da ich, wie gesagt, die Videosequenzen nicht einfach aufnehmen kann, werde ich sie leider über YouTube runterladen müssen und sie hinterher extra nochmal einfügen, damit ihr die Videos sehen könnt. Daher werdet ihr mich dann halt auch immer nicht sehen oder hören, aber hinterher können wir darüber sprechen, was wir gesehen haben. So, und nun zu dem Hintergrund. Core Design war das Studio. Die nennen sich heute anders, aber ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall wurden die Lizenzen damals abgegeben von den Tomb Raider-Spielen. Dadurch sind wohl auch viele Mitarbeiter laut Wikipedia abhanden gekommen und mittlerweile nennen die sich halt anders. Und Eidos Interactive, der Publisher, war es heute, gehört heute zu Square Enix oder wurde übernommen von Square Enix und das kennt man ja auch als Publisher für einige Spiele. Ja, wie erwähnt, 97 ist das Spiel, also ist voll Retro. Das Ganze war USK ab 16, PEGI ab 12 und es kam für Windows, Mac und die PlayStation raus. Ich habe es damals als Kind oder Jugendliche für die PlayStation gespielt, das Spiel. Und es hat mir total Spaß gemacht, aber ich war da auch ein bisschen Spätsünder. Also ich habe es nicht sofort gespielt. Da verging eine ganze Zeit, bis ich mich dann immer wieder ranwagte. Und ich war dann auch immer bis heute so total gaga und habe mir immer gesagt, ich spiele die Spiele nur in der Reihenfolge. Und deswegen, selbst weil es dann schon keine Ahnung welchen Teil gab, so die Chronik oder was weiß ich nicht was, habe ich dann erstmal noch Teil 2 gespielt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall freue ich mich total, dieses Action-Adventure-Spiel mit euch nochmal zusammen zu erleben und die technischen Probleme behoben zu haben. Nebenbei, die Kamera ging auch jetzt die letzten Tage nicht. Fragt mich nicht warum, aber sie war weg und deswegen hat es so lange Zeit gebraucht, dass ich dieses Spiel jetzt spielen kann. Ganz viel Gerede nach dem Intro. Ich würde sagen, wir überspringen dafür das Training, denn das habe ich schon immer mal ein bisschen nebenbei gemacht und wir steigen direkt ein in das Hauptspiel. Auch wenn das Training mega Spaß macht. Vielleicht machen wir das auch nochmal zwischendurch oder am Ende oder ich weiß es nicht oder gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich endlich dieses Spiel spielen und freue mich total drauf. Hier sieht man, dass ich schon mal ein bisschen angefangen habe. Wir nehmen aber einen leeren Slot, laden das Spiel. Nee, wir brauchen das gar nicht laden. Wir wollen noch ein neues Spiel. Neues Spiel. Wir machen ein neues Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, das war's. Bis gleich. Thank you.
So. Da sind wir mit der Lara. Joy to Key heißt auch das Steuerungsprogramm, was bei mir im Hintergrund laufen muss, damit ich hier überhaupt mit der Lara... Meint das überhaupt richtig gerade so? Kann sie nicht... Oh Mann, da ist ein Helikopter, der gerade wegfliegt, der uns hergebracht hat. Eigentlich funktioniert normalerweise sogar... Ach so, jetzt. Okay, hä? Es ist so... Dieses Joy-to-Key-Ding reagiert manchmal und manchmal nicht so. Also ich kann mittlerweile jetzt über mein Gamepad über den Joystick laufen und so. Ich kann aber auch über das Steuerkreuz laufen. Deswegen probiere ich immer mal so ein bisschen rum und drücke die Knöpfe. Ob das geht? Ja, ich kann beides. Das ist ja toll. Okay, ich habe nämlich so eine Taste auch am Gamepad. Da kann ich das einstellen. Ich laufe mal mit Joystick, auch wenn das ein bisschen ungewohnt ist. Und ja, wir dürfen jetzt hier ein bisschen in der Höhle rumlaufen. Warum erzähle ich das überhaupt mit diesem Joy2Key? Weil dieses Spiel spiele ich jetzt über eine Software, über einen PC. Und mein Gamepad hat darauf halt nicht reagiert. Und ich dachte schon so, ey, geil, mein Gamepad reagiert da drauf nicht. Wie soll ich denn da mit der Lara laufen? Fackeln ziehen, rollen und alles. Wie soll das gehen? Denn ich hatte so gar keinen Bock, über die PC-Steuerung zu spielen, weil ich das halt, wie gesagt, früher über ein... ja, da müssen wir lang. Früher über die PlayStation gespielt habe, bin ich das einfach gewöhnt, mit Lara zu steuern über das Gamepad. Und da ist er auch schon, unser erster Tigerfreund. Den machen wir natürlich platt. Weil da wird auch noch ein zweiter kommen. Ich spoilere das einfach mal. Und, ach, will ich nicht doch, ich glaube, ich mache es sogar doch mit Steuerkreuz. Es ist mir angenehmer, es ist komisch, aber sobald ich so ein altes Tomb Raider spiele, denke ich mir, okay, dann muss es auch die alte Steuerung sein. Und wie gesagt, bin überhaupt nicht, kann das auch nicht, über den PC zu steuern. Komme ich nicht drauf klar. Ja, ich weiß schon so ein bisschen, was ich hier tun soll, weil ich ein bisschen üben musste mit dieser Steuerung. Und da ist auch schon der andere Tiger. Ha. Und sie kriegt ihn sogar von hier oben. Oh, jetzt ist er tot. Ja, das ist immer ein bisschen brutal bei Tomb Raider. Das ist leider so. Aber wir wollen ja auch nicht draufgehen. Da sind auch die wunderbaren alten Tomb Raider-Geräusche. Herz allerliebst. Ich freue mich mega. Ich habe immer gesagt, dass ich die Spiele spiele. Alle. Und deswegen dachte ich mir, komm, das muss jetzt sein, dass wir die jetzt nochmal durchziehen. Und das Ganze sogar mit Webcam. Ist das nicht ultra? Ist das nicht ultra? Sagt es mir in die Kommentare, dass es ultra ist. So, wie gesagt, bin ich sehr froh, dass dieses Programm... mache ich hier eigentlich? Und wie kann ich gucken? Und wieso guckt sie nicht? Guck mal, ich kann nicht gucken. Das ist aber eigentlich so... Scheiße, meine Guck-Taste geht nicht. Das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Hallo? Was mache ich denn jetzt? Ich sehe nichts. Das ist scheiße. Geh mal... Ah, okay, dann sehe ich so wenigstens was. Bis zum nächsten Part. Das meinte ich halt. Also, wenn die Tasten nicht reagieren, dann holt euch dieses Programm, falls ihr dasselbe Problem habt mit dem Gamepad. Und dann müsst ihr halt einfach alles... einstellen. Ich habe das so gemacht, dass ich halt tatsächlich geguckt habe, was die PC-Steuerung für sein soll im Vergleich auch zur PlayStation oder zu den anderen Steuerungen. Was soll das eigentlich sein? Also was ist zum Beispiel einfügen und was ist das auf dem Controller? Und dann habe ich das einfach eingegeben und auch mal vielleicht ein bisschen rumprobiert. Okay, da ist irgendwie nichts, da können wir hier auch weg. Und dann, ja, probiert das einfach aus und dann hab ich das alles eingegeben, ne? Also hier zum Beispiel Linksschritt, Rechtsschritt ist bei mir dann halt L2 und R2 und ich weiß jetzt nicht, was ist auf der Tastatur, ist es, glaube ich, entfernen und Bild nach unten, was ich jetzt als Nicht-PC-Spieler, wie gesagt, weiß. Da sind wir einfach mal hinuntergeplumpst. Ah, okay. Weiß nicht, was es jetzt hier zu entdecken gibt. Da können wir lang, okay.
Auf jeden Fall war das sehr, sehr hilfreich, sonst hätte ich das Spiel auch nicht spielen können. Also es gab nur Probleme. Und bevor ich jetzt hier aber weiter rumhöre, aber es sollen ja auch so ein paar Tipps sein. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch Leute von euch, die nochmal richtig Bock drauf haben. Dann holen die sich das auf dem PC. Und es ist völlig egal, halt, ob es die irgendeine gekaufte Variante ist. Oder von Steam. Ist ja auch eine gekaufte Variante, aber ich meinte jetzt aus dem Laden oder halt von Steam. Völlig egal, weil dieses Problem hat man eigentlich immer. Man hat das... Sind die Vogelscheuchen jetzt alle weg? Die komischen Geier, die mir das Leben schwer machen wollen. Auf jeden Fall hat man das Problem immer. Man hat auch das Problem immer mit dem Pixel-Scheiß. Und hier fehlt uns anscheinend ein Schlüssel. No. No. No heißt nein. Und nein steht für ich habe den Schlüssel nicht. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Es ist halt eine ultra alte hier Grafik, ne? Mit 2D-Kanten, Blättern und so Zeugs. Von früher. Aber ist ja egal. Da oben waren wir. Das hat nichts gebracht. Wo sollen wir denn dann hin? Ich soll bestimmt wieder irgendwo klettern. Vielleicht gibt's ja hier was zu entdecken. Wovon ich nichts weiß. Weil ich das Spiel schon ewig nicht gespielt habe. Oh, ich will gucken können. Das nervt voll. Hü. Ist hier vielleicht irgendwas? Sieht doch voll so aus. Mann, ich will was finden. Irgendwas Cooles, was man sonst nicht einfach findet. Nee, da kann man nicht lang. Kann ich da oben irgendwie lang? Ich glaube, wir müssen ganz runter. Aber ich werde trotzdem hier mal ein bisschen rummarschieren. Ich erinnere mich an nichts mehr, nur dass ihr es wisst. Also natürlich erinnere ich mich noch teilweise an Stücke des Spiels. Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt die Level alle kann und so. Und ich habe früher die Spiele alle so mit Lösungsbuch gespielt. Ja, ich hatte immer voll Schiss. Ich hatte so viel Schiss, dass ich... Ich hätte einen Kopfsprung machen können. Na gut. Na gut. Oh, da ist eine Höhle. Da schwimmen wir doch mal rein. Und da ist ein Schlüssel. Wenn der mal nicht für da oben ist, bestimmt ist der dafür. Und da machen wir eine geschickte Rolle. Das macht so Spaß. Ich schwör's euch, dieser alte... Das alte hier... So, da kommt ein Tigerchen. Ein Tigerlein. Allein, allein. Ich, alter Schisser, mach das natürlich trotzdem so. Das ist so doof. Mach das einfach so lange, bis er stirbt. Kann ich da nicht auch hoch? Oh, jetzt ist er. Aber jetzt ist er da hinten. Schnell! Na also... Weg ist er, der Tiger. Und so schlimm war das auch gar nicht. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder nach oben stiefeln? Wahrscheinlich schon. So fängt das ganze Abenteuer hier an, meine Damen und Herren. Und es ist ultra toll hier dargestellt mit dem grünen Schein, sodass man auch gar nicht mehr wusste früher, wo man eigentlich klettern kann und wo nicht. Ja, das sieht irgendwie, das sieht auch so nach so Rumgehopse aus. So, dass die Sprünge aber auch richtig sein müssen. Aber kann ich nicht einfach da an der Mauer auch wieder hoch? Oder ist das hier alles so kompliziert gemacht? Kann ich mich nicht da einfach wieder hochziehen? Ja. Hoffentlich passt der Schlüssel jetzt auch. So, ja, ach. Das ist der Wachstubenschlüssel. Und das, ja, wie ist ein bisschen verrutscht dargestellt. Und ich habe ein bisschen Schiss, ab hier weiß ich auch gar nicht mehr, was ich machen soll.
Oh. Mach's platt, was auch immer da rumläuft. Da läuft was. Was krabbelt denn da? Ih, das sind Spinnen. Unheimlich. Die sind ja richtig creepy. Ja, die Spinnen habe ich schon voll verdrängt. Vielleicht kommt daher auch meine Spinnenphobie. Ich weiß es nicht. Ich finde die auf jeden Fall voll eklig. Aber wenigstens sind die nicht so groß. Also sind halt eigentlich groß, wenn man sie sich jetzt realistisch vorstellen würde. Aber sie sind relativ einfach hier zu besiegen. Kann ich da einfach so an die Dings klettern? Was mache ich hier oben eigentlich? Was kann man hier oben? Kann ich da irgendwas einsetzen? Nee, das gehört einfach nur hier zur Optik, ne? Ist ja auch komisch. Ach, da oben kann man hinspringen. Nee, da... Na, das war jetzt auch so ganz geschickt gelöst. Dann kletter da doch mal hin. Und ich hoffe, da unten ist nicht noch so ein Vieh. Ich glaube, hier oben ist eins. Hallo? Direkt vor mir. Ich glaube, ich komme da nicht drum rum. Oh, ist das ekelhaft. Und dann zerspringt das Ding halt auch ins tausend Teile. Richtig eklig. Aha. Noch ein Schlüssel, das ist ja ganz toll. Ja, dann war es das ja wohl hier. Nehme ich mal an. Und da bringt das ja gar nichts. Hier wieder... Komm, lass sie aber... Das ist so die schnelle Lösung, die weiß ich noch. Oh, komm. Schnell, schnell! Da ist ein Schlüssel. Rostiger Schlüssel. Reintun. Und das Schöne ist, ab Tomb Raider 2 konnte man dann auch speichern. Das ging vorher nicht. Hallo? Ja, mach das Vieh doch mal platt. Die können ja springen. Wie eklig, oder? Aha. Die sind von oben gerade alle runtergefallen aus ihren Nestern. Und dann ist das Ding auch noch so gerade auf uns zugesprungen. Wenn das mal nicht ekelhaft ist. Da kann mir doch keiner erzählen. Nee. Bin ja kein Spinnenfan. Ein Block. Mit Kraft. Die Lara hat. Mit ihren dünnen Ärmchen schafft sie das. Oh, Abfahrt. Ist hier irgendwas? Das sieht so nach Falle aus. Es sieht so nett und einladend aus. Aber das glaube ich fast gar nicht, oder? Doch, da sind Fallen unten. Ich habe sie schon entdeckt. Unten springen die gleich an. Passt auf. Ha. Ich bin Lara, ich kann klettern, gegen Pfeile, Auslöser. Ich bin Lara, das macht mir nix aus. Ich bin Lara, ich bin Lara. Okay, so. Dann wollen wir mal wieder weggehen. Oh nein, schnell! Nein! Oh Gott! Ich habe nicht gespeichert. Scheiße. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann ja wahrscheinlich im nächsten Part wieder von Tomb Raider 2. Ich bin direkt gestorben und habe nicht gespeichert. So schnell kann es gehen und so ging es einem früher auch mit der PlayStation. Da war das alles nicht so einfach, wieder das Spielen. Und jetzt kann ich alles nochmal nachspielen. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den ersten Part von Tomb Raider 2 zu sehen. Ich freue mich mega drüber und ja, bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, Kommentar. Freue ich mich. Bis dann.